Unser Kooperationspartner, die Chance B, feiert 30. Geburtstag. Grund genug, um die Zero Project Unternehmensdialoge im dritten Jahr in Gleisdorf fortzusetzen. In der Stadtgemeinde Gleisdorf hat Integration von Menschen mit Behinderung eine lange Tradition durch die Zusammenarbeit mit der Chance B. Und natürlich sind wir als Institution gerne dabei, Menschen eine Chance zu geben, von denen ich weiß, dass sie mit besonders viel Herzblut an der Sache dabei sind. Der heutige Unternehmensdialog hat ganz viele steirische Unternehmen vor den Vorhang geholt, die Integration von Menschen mit Behinderung bereits erfolgreich leben. Wir feiern heute 30 Jahre Chance B, 30 Jahre, wo wir Menschen mit Behinderung unterstützen und begleiten am ersten Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Wir haben 60 Unternehmen heute auszeichnen dürfen als enge Kooperationspartner und ich bin mir ganz sicher, dass wir viele darüber hinaus für eine Zusammenarbeit in Zukunft gewinnen können. Herzliche Gratulation an die ausgezeichneten Unternehmungen. Sie sind starke Leuchttürme, die das Thema Inklusion schon umgesetzt haben. Ich möchte diese Leuchttürme, diese Vorbilder auch weitertragen. Ich bin ganz erstaunt, dass so viele Betriebe in der Region daran teilnehmen und wirklich den Gedanken haben, dass Menschen mit Handicap Potenzial sind für uns Arbeitgeber. Wir haben eben 5 Klienten von der Chance B bei uns. Einerseits in der Küche, also dadurch schaffen wir es, das Brot selber zu backen. Und sie unterstützen uns in der Reinigung im Service auch. Wir beschäftigen uns aktiv seit 2015 mit Arbeitnehmern mit Behinderung und wir merken jedes Jahr mehr, wie wichtig diese Zielgruppe für uns ist und wie gut auch die Zusammenarbeit funktioniert. Also Inklusion am Arbeitsmarkt ist wichtig, weil es einfach Sinn macht für die Unternehmen und es macht definitiv Sinn für die arbeitssuchenden Menschen mit Behinderung. Wir klagen ständig in sehr vielen Bereichen von Arbeitskräftemangel und schauen auf dieses Potenzial teilweise gar nicht hin. Und in der Arbeit sieht man dann, dass diese Menschen die Arbeit genauso gut machen, meistens oder öfters sogar gewissenhafter machen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dieses Potenzial auch auszuschöpfen. Man braucht überhaupt keine Berührungsängste haben. In den letzten Jahren habe ich schon 8 Lehrlinge mit Behinderungen ausgebildet und ich bin total stolz auf ihnen, weil einige davon es zu Landesmeister und zu Bundesmeisterschaften geschafft haben. Im Netzwerk Berufliche Assistenz stehen österreichweit Arbeitsvermittlungsprojekte bereit. Sie verbinden die Anliegen von Unternehmern, die Arbeitsplätze gestalten wollen, und die Anliegen von Menschen mit Behinderung, die Arbeit suchen. Mittlerweile nehmen wir unsere 4. Mitarbeiterin auf. Das System funktioniert und wir sind glücklich mit den Mitarbeitern und sie geben einen richtigen Mehrwert im Team. Ich würde mir wünschen, dass wir als Unternehmer noch mehr Chancen haben, diese Leute zu integrieren. Menschen mit Behinderung haben ja Berechtigung auf dem Arbeitsmarkt. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder seine Stärken am besten einsetzt, indem er gefordert wird. Ich kann nur zusprechen, haben Sie Mut, probieren Sie es, lassen Sie sich darauf ein, Sie werden profitieren.